Der vierte tötete den Adler. Prometheus, wie er erzählt, weinte laut um den Vogel, seinen einzigen Gefährten, während 3000 Jahre. Und er lebte in 2000. Schnell und nachdenken. Vergessen, dass er andere Nahrung erkannt hatte. Von der Stahlgeruch, der dem Herakles anhing, seit er die Speere des Ogiers gesäubert hatte, weil der Mist zum Himmel steigt. Mörder! Und versuchte, ihm ins Gesicht zu spannen. Während er die Fesseln, mit denen der Tobe da in seinem Gefängnis befestigt war.